Hallöchen und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Nächste Haltestelle, Egonstraße. Ja, die Egonstraße, das war nämlich die, wo ich hängen geblieben bin. Hallo. Moin moin. Nächste Haltestelle, Ambachlauf. Genau, dann bleiben wir kurz stehen. So, ja, das ist halt schon was Tolles. Das ist schon was Tolles. So. Die eine Minute können wir ja vorspulen. Machen wir zwei. So. WP mit Justin. Und ihr Lieben, falls ihr denn auch gerne mal mitschnacken oder mitreden möchtet oder gerne auch mal der reine Silbergold mitfahren möchtet, so wie bei mir und Justin, Ausrufezeichen ESG für den Discord für reine Silbergold und einmal Ausrufezeichen DC für Beitritt für meinen Discord, falls ihr gerne über andere Projekte auch gerne informiert werden möchtet. Oder einfach ein bisschen austauschen wollt. So. Du bleib... Nimm bei der Lappe ab, ey. Hat ist ja ein Ding. Nächste Haltestelle, St. Michael Straße. St. Michael, ja. Und 29 Fahrgäste, nur ein Schwarzer, kannst du auch keinen erzählen. Oh, gibt's mal. Nächste Haltestelle, August-Schmidt-Platz. Moin moin. Hallo. Guten Tag. One Zone A-Ticket. Nächste Haltestelle, Valentinstraße. Na, auf jeden Fall. Oh, der Trecker Marco. Weil er ist auch bei mir im Discord. Macht übrigens auch jetzt gerade momentan Bausimulator-Videos, also von dem neuen. Könnt auch gerne mal bei ihm auf dem YouTube-Kanal vorbeigucken. Ist ein lustiger Typ. Weil er selber macht nämlich Fettbaufahrzeuge, sag ich mal so. Wenn ich das falsch letztes Mal gesehen habe und es gar nicht so schlecht. So. Morgen. Morgen, morgen. So. Habe ich jetzt letztens ein TikTok gesehen. Da hat sich ein Jugendlicher ein Gaming-PC selber gebaut. Gustav Straße. Hatte
für den Computerbildschirm auf dem Mainboard einen Anschluss. Ja. Und hat sich eine Grafikkarte eingebaut. Kloppt er den Anschluss zum Computerbildschirm ins Mainboard rein und erzählt dann, er kriegt kein Bild. Okay. Das wird die Grafikkarte mehr. Hallo. Das wird nicht gehen. Dann schreibt einer in die Kommentare von ihm, du musst den Anschluss ja auch in die Grafikkarte stecken. Vorher macht der Computer auch kein Bild. Klar. Da schreibt der drauf. Ach so, okay, wusste ich nicht. Da wäre ich beinahe vom Glauben abgefallen. Ach du lieber Gott im Himmel. Aber wenn ich eine Grafikkarte da reinpacke, dann weiß ich doch auch, dass ich die, den Stecker in die Grafikkarte tue. Hast du eine dicke, fette RTX da drinne von GeForce? Mhm. Und steck den Stecker für den Bildschirm genau aufs Mainboard. Und ich denke, das kann doch nicht sein. Das ist so, ich hab mir nur gedacht, das muss dir doch auffallen, dass das nicht funktionieren kann, wenn du eine Grafikkarte da drin hast. Hm. Nee, das hat der nicht geschnallt, dass er das in die Grafikkarte stecken muss. Lol. Das wusste er nicht. Ey, da habe ich mir echt am Kopf gepackt. Da hab ich mir nur gedacht, pack das Ding wieder ein, bau die Teile aus und gib das Teil wieder ab oder verkauf. Stelle, Pavliger Straße. Oh Mann. Da steckt auch schon wieder kurz vom Nervenzusammenbruch. Ah, glaub ich dir. Ah ja. So. Nächste Haltestelle, Hauptverwaltung Eon. Das war schon echt hart. Wenn man das halt nicht kann. Ja, dann soll man es lassen. Warum fährt denn der jetzt erst die Kaiserstraße hoch, damit er die danach wieder runterfahren kann oder was? Was ist das denn für ein Sinn? Gib mir doch einfach den scheiß Computer, ey. Nächste Haltestelle. Uhlenbrockstraße. Hallo. So, da haben wir es ja bald geschafft. Wenn ich in den Computer eine Grafikkarte stecke, dann weiß ich, dass ich die Grafikkarte vom Mainboard gar nicht mehr brauche. Hm. Das leuchtet jedem ein. Da wusste ich echt nicht mehr, ob ich lachen soll oder holen soll. Jeden? Das war hart. Ehrlich, war ich kurz vorm Heulen. Lol. Nächste Haltestelle. Königswiese. Hm. Dann zieht er die RTX, zieht er dann noch da raus, steckt eine ältere Grafikkarte rein und sagt dann, immer noch kein Bild. Junge! Guck auf dein Mainboard, da ist der Fehler. Das sind Stories, ey. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute sich darüber kaputt gelacht haben, die das TikTok-Video gesehen haben.
Ich hab das an meinem Bruder gezeigt, das TikTok, und dann haut der eiskalt raus. Boah, wie kann man eigentlich so dumm sein? Kann man so auf den Kopf gefallen sein? Ey, ihr macht jetzt nicht wirklich hier Pause, oder? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Jo, hier machen zwei Busse nach Wuppertal Hauptbahnhof Pause. Zwei Stück. Nein, nein, nein. Mit mir drei. So, jetzt sind sie weg. Jetzt hast du Platz. Ja, einfach Zeit um eine Minute vorgespult. 10.37 Uhr, ja. Ah, ich bin mal gleich gespannt, was als nächstes kommt. Verliehen, ja. Achso, du hast jetzt nicht geguckt, was Hohenkirchen noch kostet, ne? Ich bin auch noch auf Linie. Achso. Bin jetzt gerade erstmal Rosenhügel Bahnhof. Okay. Bis ich im Wuppertal unten bin, dauert. Weil ich jetzt erstmal wieder Pause ab hier. Achso, du kannst nicht einfach mal Motor aus und lässt den Bus einfach rollen. Entschuldigung, ich wollte nur den, wie nennt man das? Den offiziellen Weg gehen. Wenn er nämlich unten ankommt, keine Ahnung. Nee. Ja. Ja, ich hab doch Königswiese schon gehabt. Ich halt nicht nochmal. Nächste Haltestelle. Freiheit. Genau. Ja, sorry, das geht nicht hier. Das ist nicht meine Haltestelle. Weil dauernd halte ich nämlich auch an der Königswiese doppelt, ne? Ja, ich weiß nicht warum. Ja, wenn du nach links abbiegen musst, dann musst du an der einen Haltestelle Königswiese nicht halten. Nur wenn du geradeaus weiterfährst Richtung Gelsenkirchen, Hasse-Friedhof, dann musst du da halten an der einen. Mhm. Aber wenn du jetzt die SB91 fährst und links abbiegst Richtung Gladbeck, da musst du an der einen nicht halten. Erst an der, wenn du links abgebogen bist. Ja, aber so wie die 212 hin zu Swash. Hinter Freiheit, Königswiese, dann links, dann die Rest direkt. Ja, yeah. Wenn du von Freiheit abfährst, bis zur Kreuzung vor, links abbiegen und dann erst da die Haltestelle Königswiese. Genau. Ach, guck mal, jetzt hat er sich wieder connected. Jetzt habe ich grün, die ganze Zeit war da rot. Mhm. So sieht's also aus. Komisches Kassensystem hier, aber egal. Du fährst durch den offiziellen Rhein-Silber-Rollbus. Nächste Haltestelle, Gelsenkirchen-Burath. Jetzt ist es wieder rot, ne? Guck mal, auch geil. Ja, weil du nicht den offiziellen Rhein-Silber-Rollbus fährst. Also ich hab grün, warum bremse ich? So, da sind wir schon auch für dieses Video am Ende der Strecke angekommen. Hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Justin, wie viele Punkte brauchen wir denn ungefähr noch? 1000. 1000? Ja, und ein paar kaputte. 2144 haben wir. Ich weiß nicht, wie viel wir danach haben, wenn du da jetzt eine Fahrt abgerechnet hast. Okay. Na ja, dann gucken wir mal. Wenn du gleich guckst, was für eine nächste Fahrt hast, dann steht das unten, wie viele Punkte wir haben, wie viel wir brauchen. Alles klar. Zeit haben wir auch genug, ne? Aber 7 Minuten Verfrühung. Also ich kann dir sagen, ich klopp jetzt gleich nochmal um die 100 Punkte da rein. Okay, ja gut, müssen wir gleich mal sehen. Das müssen wir gleich mal sehen. Boah, diese Ampel, ich mag die nicht hier.
mag die überhaupt nicht. Jawohl. Dann haben wir auch gepackt. Auf die Diff-Zeit, ja. So. Wunderbar, dann vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Danke auch an dich, Justin, dass du dabei warst. Vielleicht bist ja auch du das nächste Mal dann hier mit im Video. Viel Spaß noch. Ja.